super an. Irgendwie passt der Adler, also rot-schwarz fühlt sich gut an, auch wenn es neu ist. Und ja, ich freue mich jetzt unter so einem tollen Namen spielen zu dürfen für so eine tolle Stadt und kann losgehen. Man merkt es auch innerhalb der Mannschaft, wir haben jetzt eine Trainingswoche hinter uns und alle gucken nach vorne und irgendwie sind positiv, was die Zukunft angeht und das merkt man innerhalb der Mannschaft. Und jetzt mit dem Adler zu spielen, ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir weiter wollen. Also ich denke, wir wollen auf jeden Fall viel mit dem Ball spielen. Wir sind jetzt keine Mannschaft, die nur über die Defensive kommt, aber was uns auf jeden Fall auszeichnet, ist unser gutes Konterspiel. Ich glaube, wir sind sehr unberechenbar, wenn wir aus der Kompaktheit schnell nach vorne spielen und da auch sehr gefährlich. Und das werden wir auf jeden Fall weiterhin machen wollen und dann mal gucken. Ich glaube, wir verstehen uns einfach alle sehr gut untereinander. Ich glaube, es ist ein Riesending. Also wir sind uns alle sehr sympathisch, das merkt man auf und neben dem Platz. Und wir spielen jetzt auch schon eine Weile zusammen. Also es ist jetzt auch mein drittes Jahr und wir waren sehr, sehr jung vor 2 Jahren und sind eben auch irgendwie zusammengewachsen und gereift über die letzten 2 Jahre. Und das merkt man uns, glaube ich, an. Ich glaube, was mich vor allem auch letzte Saison ausgezeichnet hat, war, dass ich vorm Tor sehr effektiv war. Und ich glaube, ansonsten kann man mich schwer so auf eine Sache festpinnen, weil ich denke, dass ich da vielseitig bin. Also ich kann ganz vorne drin spielen, auch als Wandspielerin und in die Tiefe gehen, aber ich kann und spiele auch sehr gerne aus dem Mittelfeld raus und verteile die Bälle und habe viel den Ball. Insofern will ich mich da gar nicht so festlegen. Ich glaube, richtig im Verein, seit ich 4, 5 bin, aber ich habe davor irgendwie schon immer gespielt. Das war irgendwie, hat mir am meisten Spaß gemacht und ich wollte unbedingt. Und das kam einfach so, jetzt nicht unbedingt, weil meine Brüder gespielt haben oder so, sondern es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe 2 ältere Halbbrüder, die haben Tennis gespielt. Die sind jetzt nicht so fußballbegeistert, aber mein kleiner Bruder hat auch lange gespielt. Auch dann später im selben Verein wie ich und hat jetzt aber aufgehört. Mein kleiner Bruder ist 2014 bei der WM in Rio mit der deutschen Mannschaft im Finale aufgelaufen und haben sie ja sogar gewonnen. Also er war in der Hand von Philipp Lahm und er war, glaube ich, eine Woche da und es war ein Riesenerlebnis zusammen mit meinem Vater. Ja. Glücksbringer Lukas Freigang, ja? Genau. Sehr gut. Ich gucke mir immer hier und da was ab. Es gibt jetzt nicht so irgendwie eine Person, die ich so total rausheben würde. Wen ich bei den Frauen aber sehr beeindruckend finde, ist Pernille Harder von Wolfsburg, weil die auch eine ähnliche Position spielt wie ich und einfach ich ihre Spielweise sehr bewundere. Und was ich so mitkriege, sie arbeitet auch sehr hart an vielen Sachen. Ja, und ich bewundere einfach, wie sie sich im Raum bewegt, wie sie die Bälle mitnimmt, wie effektiv sie ist. Ich meine, sie ist ja auch Torschützenkönigin geworden dieses Jahr wieder, glaube ich. ist einfach beeindruckend. Ich habe ja lange mit Jungs gespielt, 9 Jahre. Und dann war ich 3 Jahre von 13 bis 16 bei den Mädchen. Und dann habe ich noch mal ein Jahr mit den Jungs gespielt. Und das war eine wichtige Erfahrung auf jeden Fall. Vor allem, als ich dann wieder zurückkam und die Jungs werden immer größer und stärker, lernt man irgendwie, sich auch anzupassen. Und es ist schon ein anderes Spiel noch mal dann. Dadurch, dass ich in den U-Nationalmannschaften gespielt habe, waren eigentlich immer so 2, 3 von den Beratern, die nach Amerika Kontakt haben, haben mich öfter mal angefragt. Und ich wusste nicht so wirklich, ob das was für mich ist, aber dann habe ich mir irgendwie ein bisschen Gedanken gemacht und das war was ich in Erwägung gezogen habe. Und dann bin ich rübergeflogen und habe mir 2 Unis angeguckt. Das waren Penn State und Florida State und habe mich dann im Endeffekt für die Pennsylvania State University entschieden. Und es waren 2 super Jahre. Ich habe total viel gelernt. Ich kam aus Deutschland raus und was anderes erlebt. Neue Leute, neue Kultur, neue Sprache, anderer Fußball. Es war eine super Erfahrung. Ich war hier, weil ich mich auf die U20-WM vorbereitet habe. Und Nico hat mich mittrainieren lassen. Wahrscheinlich hatte er schon im Hinterkopf einen Plan bereitgelegt. Aber es kam dann wirklich dazu, dass wir dann mehrere Gespräche hatten, wo er auch gesagt hat, er würde mich gerne da behalten, direkt für die kommende Saison. Ich hatte überlegt, ob ich erst im Winter komme. Aber mir hat es dann so gut gefallen, auch die Mannschaft hat mich so gut aufgenommen und ich dachte, ich wäre bereit für den nächsten Schritt. Und Nico hat mir dann auch die Chance gegeben, ich durfte dann ja direkt einsteigen und spielen und es war eine super Entscheidung. Ich glaube, ich bin wirklich einfach ein Schussel schon immer gewesen. Es war auch schon in der Schule, ich war immer die Letzte, die die Zettel abgegeben hat oder die Hausaufgaben eingereicht hat. Und ich sage immer, mein Gehirn funktioniert da irgendwie einfach ein bisschen anders. Mir fällt es irgendwie schwer, manchmal an so Dinge zu denken, aber dann muss man halt doppelt aufpassen und das mache ich jetzt. Das hat sich aber schon wirklich gebessert. Also man muss sagen, es gab eine Zeit, da hat es wirklich gestimmt und da habe ich regelmäßig in die Kasse eingezahlt. Ich habe geguckt, dass ich mich da wirklich ein bisschen bessere. Ich bin in Kiel geboren und habe da zwischendurch mal 3 Jahre gelebt, aber eigentlich bin ich hier in der Nähe aufgewachsen, in der Nähe von Mainz.
Und ich war auch immer schon ab und zu in Frankfurt, aber ich bin vor allem so mit der Stadt Frankfurt jetzt verwachsen, seitdem ich wirklich hierher gezogen bin. Und bin auch von der Eintracht und von der Stadt total begeistert. Ich glaube, Frankfurt lernt man erst richtig kennen, wenn man mal da gewohnt hat und mal ein paar andere Ecken kennenlernt, als nur vielleicht auf der Zeil. Insofern, ja, ich liebe die Stadt und deswegen will ich noch ein bisschen hierbleiben. Ich wohne in Bockenheim und da treibe ich mich eigentlich ganz gerne rum. An meinen freien Tagen gehe ich gerne Kaffee trinken oder so. Ich bin auch sehr gerne hier am Hafenpark oder am Main. Sehr schön, vor allem im Sommer. Ja, und im Kino bin ich auch oft. Hier ist irgendwie einfach immer was los. Also ich mag auch an Frankfurt, dass es so Multikulti ist und dass man so viele Leute aus verschiedenen Gegenden kennenlernt. Und ja, ich meine, hier wird Fußball gespielt, hier wird Basketball gespielt. Das ist sowieso so ein bisschen mein Ding. Ich sitze hier gerne, gucke zu oder war hier auch schon öfter mal selbst. Oder eben am Wasser, es ist einfach total schön. Es macht mir auf jeden Fall Spaß. Wenn ich mal Zeit und Lust habe, dann setze ich mich mal hin und verbringe mal eine Stunde dabei, irgendwelche Bilder zusammenzuschneiden und irgendwas rüberzulegen. Es war schon immer was, was mir Spaß gemacht hat, so in Richtung Kreativ und Design. Und das kann ich eben auf meinem Instagram ein bisschen ausleben. Aber so viel mache ich da jetzt auch nicht. Ja, ich war einfach total glücklich, dass ich mein erstes Spiel machen durfte. Ich habe ja in dem Sinne lange drauf gewartet, als dass ich von der U15 eigentlich alle U-Nationalmannschaften durchlaufen bin. Und dann war das irgendwie was, worüber man schon lange darauf hingearbeitet hat. Und dann war es endlich soweit. Und dann ging aber auch alles ganz schnell rum. Und dann kam eben Corona. Wir konnten ja das Finale beim Algarve Cup nicht spielen, weil Italien abreisen musste. Und seitdem ist ja alles auf Eis. Und dann ja, fängt jetzt die neue Saison an und dann gucke ich mal, wo es weitergeht. Mit der Mannschaft wollen wir so gut wie möglich spielen. Ich glaube, wir gucken erstmal von Spiel zu Spiel, weil noch alles ist auch alles sehr neu natürlich. Wir müssen uns alle aufeinander einstellen. Aber wir wollen so viel wie möglich gewinnen, das auf jeden Fall. Und dann gucken, wie hoch wir landen können. Und alles Weitere werden wir dann sehen nach der Vorbereitung auch. Ja, klar. Super, Laura. Vielen Dank. Gut. Top. Oh, es ging voll schnell.